Aha, einrichten, königliche Schatzkammer. Jetzt, wo du einen Helden hast, kannst du zu Quests aufbrechen. Punkt. Du musst ein Quest bestreiten, um das Spiel zu spielen. Öffne das Questbuch, um deinen ersten Quest zu wählen. Ich schreibe jetzt noch zweimal das Wort Quest. Quest, Quest. Einfach nur, um das Wort Quest geschrieben zu haben. Quest. Das ist unser Questbuch. Hier merken, das wird wahrscheinlich noch wichtig. Erste Schritte bringt ein Kewpie. Nach dem Bau des großen Thronsaals hatte sich der Staub endlich gelegt. Die Samen eines glorreichen neuen Königreiches waren gesät, aus denen bald eine Zivilisation erwachsen würde, die sich in alle Himmelsrichtungen ausdehnte. Das Einzige, was Ferelden jetzt noch brauchte, war ein Oberhaupt. Jemand, der weise und mächtig war und das Volk unter dem Dach des Königreiches vereinen konnte. Ich hätte einen grauen Wächter machen sollen eigentlich, ne? Na, zu spät. Bei einigen Quests gibt es verschiedene Ansatzmöglichkeiten. Nimmt die Anzahl der Helden-Sims in deinem Königreich zu, steigt auch die Anzahl der verfügbaren Questansätze. Erste Schritte bietet nur einen Ansatz, wenn du es baust. Oder wenn du es baust. So, es war nicht einfach, ein komplett neues Königreich zu errichten. Wer auch immer sich dieser unsagbaren Herausforderung stellte, würde sichere Ressourcen benötigen, Personal einstellen, die wachsende Bevölkerung lenken und kriminelle Elemente bekämpfen müssen. So, Primärheld werden erwählen. Sie werden kommen, Gräfin Bethany. Das hatten wir. Ach, und hier gibt es dann immer so eine kleine Geschichte. Es war nicht einfach, ein komplett neues... Das hatten wir doch schon. Dann musst du wählen, mit welchem Helden du den Quest bestreiten möchtest. Bei manchen Quests benötigst du mehrere Helden in deiner Questgruppe. Zunächst kannst du jedoch nur den Monarchen wählen. Klicke auf das Häkchen, um den Quest zu starten. Jawohl, das mache ich. Möchtest du das Scrollen-Feature einschalten? Moment. Wenn Scrollen eingeschaltet wurde, bewegt sich die Kamera, wenn dann mal... Das ist dieses hier. Ich schalte es mal ein. Willkommen im Live-Modus. Kann ich denn jetzt hier die Kamera endlich benutzen? Nein, aber ich kann nur so machen. Das kann doch nicht sein. Ich muss doch hier auch drehen können, wie in normalen Sims. Willkommen im Live-Modus. Hier befindet sich das Questfenster, das folgende Möglichkeiten bietet. Wählen, welchen Sim du lenken möchtest. Leistung beim aktuellen Quest ansehen. Anleitung zum aktuellen Quest ansehen. Ich glaube, ich werde mir auch noch so zwei, drei andere Helden machen. Das mache ich aber offscreen. Die ich dann einfach mit dazu stoßen lasse. Wie zum Beispiel, jetzt haben wir Bethany Hawk, aber ich mache dann noch einen grauen Wächter zum Beispiel. Und dann machen wir hier mal ein bisschen Dragonage. Dragonage-Feeling sozusagen. So. Wählen, welchen Sim du lenken möchtest. Wir haben ja momentan eh nur Bethany und wenn ich zu meinen Untertanen reden will, muss ich makellos aussehen. Verwende die Etagen-Navigationssteuerung, um den Spiegel auf der oberen Etage zu finden. Klicke auf den Spiegel und wähle die Interaktion Aufbrezeln. So, wenn du in ein Gebäude hineinblickst, geschieht dies immer durch die Wand an der Vorderseite, so wie jetzt. Zusätzlich zur Kamerasteuerung bietet der Live-Modus noch viele weitere Steuerungen. Okay, kann ich auch rein- und rauszoomen? Momentan noch nicht. Nun ist ein guter Zeitpunkt gekommen, um dein Spiel zu speichern. Klicke auf den Punkt-Punkt-Punkt-Button und wähle oben im Optionsmenü Speichern. Speichern. Gib einen Namen für das gespeicherte Spiel ein. Ferelden. Speichert. Fertig. So, jetzt müssen wir hier irgendwo einen Spiegel haben. Das Ding sieht so komisch aus. Ist das normal? Ach, ich kann momentan noch gar nicht zoomen. Okay. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, deinen Sim ausfindig zu machen und ihm zu folgen. Das machen wir später. Erstmal klicken wir hier auf Weiter. Klicke nun auf den Pause-Button, um das Spiel fortzusetzen. Ich will noch gar nicht. So, kann ich jetzt... Jetzt kann ich auch reinzoomen. Jetzt kann ich jetzt... Ah, Mensch, jetzt kann ich auch zumindest ein bisschen navigieren. Das ging vorher nicht. Das ist noch gerade ein bisschen merkwürdig. Mein Thronsaal ist endlich vollständig. Die Konstrukteure waren fleißig und die Früchte ihrer Arbeit sind deutlich sichtbar. Jetzt muss ich mich auf das Treffen mit Meisterkonstrukteur Vazia vorbereiten. Ein kurzer Blick in den Spiegel auf der oberen Etage sollte genügen. Konstrukteur Manfred, Konstrukteur Clem, Konstrukteur Vic, Konstrukteurin Theresa. Boah, die sollen immer waschen hier, das alte Fußvolk. Die guckt da mal ein bisschen... Guckt doch nicht so böse, ich mein's doch nicht böse. So, hier muss irgendwo ein Spiegel sein zum Aufbrezeln. Ich weiß noch gar nicht, wo genau. Spiegel. Wer bist du denn? Meisterkonstrukteur Vazia. Ja, aber ich muss mich doch erstmal aufbrezeln. Spiegel? Was? Gemächlinge, Nostalgie, Eichenschreibtisch, Taktikkarte. Wo willst du hin? C.
10 Erfahrungspunkte. Ah ja, na gut, was kann man nicht da machen? Königliche Dokumente verfassen will ich noch gar nicht. Ich will mich doch aufbrätseln. Aber ich finde diesen Spiegel nicht. Bin ich doof? Also, abgesehen davon... Er ist da gerade ein bisschen am Playen, der Alte. Da kann man sich hinsetzen. Außerdem, man lässt die Leute doch immer ein bisschen warten. Hier ist gerade Wesley Crusher, Heini der Diener. Ich sehe hier gar keinen Spiegel. Verwende die Etagennavigationssteuerung, um den Spiegel auf der oberen... Ach, Mensch. Wie komme ich nochmal hoch? Hier. Auf der oberen Etage, natürlich. Da kann ich mich ja dumm und dämlich suchen. Ist das die oberste Etage? Was ist das denn hier? Nein, ich will... Wie komme ich da wieder rein? Thronsaal. Reinspähen. Ja, ist noch ein bisschen tricky. Wie gesagt, ich spiele es halt gerade blind. Ich muss mich da jetzt erstmal ein bisschen dran gewöhnen. Und wo ist denn dieser verfluchte Spiegel? Da haben wir zum Beispiel... Betrachten wir das mal einfach. Da ist ein Dingens... Ach, hier ist der Spiegel. Ja, da brezeln wir uns gleich mal auf. Kann man vielleicht auch hier die flotte Mutti mal ein bisschen in der Wanne beobachten. Ich wollte gerade fast beglücken sagen, aber das ist, wir spielen ja Sims. Sowas gibt es hier gar nicht. So, Mädchen, schwing die Hufe. Lass die Backen rotieren. Jetzt wird erstmal ein Bart genommen, damit du ja ordentlich aussiehst, ne? Was haben wir denn da? Leicht konzentriert. Die Türen machen irgendwie gar kein Geräusch. Yeah. Ja, die kann an zwei Stellen Bläschen machen. Okay, das reicht. Ja, sauber ist sie ja. Und jetzt nochmal ein bisschen aufbrezeln. Vorher das Aussehen überprüfen. Oder muss der Balken hier erstmal voll sein? Hier bei Bart nehmen. Ist das ein Balken überhaupt? Oder? Weil ich meine, so schmuddelig ist sie doch gar nicht. Hunger, Energie, tralala. Hunger, Energie. Was hat sie denn hier? Freiheit. Es gibt keine Aufgaben. Du hast heute mal frei. Ach ja, der Balken hier muss voll sein. Dann hört sie mit dem Bart auch auf. Wenn ich es nicht manuell abbreche, natürlich. Und hier, das ist so ein Spucknapf, glaube ich. Oder ein Pisspot, ich weiß es nicht. Es ist 100 Pro ein Pisspot. Im Mittelalter gab es noch keine Toiletten. Und das ist ein Pisspot. So, Schnucki, was sagst du denn? Wie siehst du denn heute aus? Ich kann da... Mr. Winkel ist so doof, dass ich das gar nicht sehen kann. So, aufbrezeln bitte. Brezel, Brezel. Brezel, Brezel. Oh, jetzt eine leckere Brezel. Imsa. So, mach dich hübsch. Noch hübscher. Noch hübscher. Und danach kacken. Ja, jetzt reicht's aber mit dem Aufbrezeln auch. Wie lange dauert denn das? Ist das noch Aufbrezeln hier? Aufbrezeln. Aber ich soll ja. Was heißt denn das hier eigentlich? Questleistung. Erste Schritte. Ausgezeichnet. Oh. Ich... Das... Die hat sich... Da ist... Das ist ja ekelhaft. Gut. Beim Pissen. Jetzt sind wir gerade in einer Pisspause. Ausgezeichnet. Jetzt bin ich ein bisschen konzentrierter. Wenn ich konzentriert bleibe, kann ich Situationen, in die ich gerade besser meistern. Und wo ich gerade davon rede, ich muss Meisterkonstrukteur Vassia von der Baugilde suchen. Eine starke Säule der Gemeinde, um ein Gespräch über die Zukunft von Ferelden zu führen. Viva! Das ist deine Konzentrationsanzeige, die hier unten... deine Konzentration bleibt erhalten, wenn du dich gut ausruhst, genug isst und Interaktionen durchführst, die mit deinen Merkmalen harmonieren. Eine hohe Konzentration verbessert nicht nur die Questleistung, sondern hilft dir auch dabei, Aufgaben und Herausforderungen besser abzuschließen. Also, immer schön lecker essen und das machen, was einem Spaß macht und ausruhen natürlich auch. Hunger, Energie sieht super aus. Die Stimmungen, die du hier siehst, beeinflussen deine Konzentration. Stimmungen werden durch Aktionen ausgelöst und beseitigt. Sammel positive Stimmungen, vermeide negative bzw. versuche bereits aufgetretene negative Stimmungen wieder zu beseitigen, um konzentriert zu bleiben. Ich war nämlich gerade unkonzentriert. Möchtest du die Kamera auf deinen Sim zentrieren, klicke auf den Mein Sim Folgen Button. Da, Mein Sim Folgen. Was ist das? Nichts.
Du kannst auch mit der rechten Maustaste im Questfenster auf das Porträt deines Sims klicken. Das wird wohl das da sein. Mehr erfahren. Ah, mein Sim folgen, super. Dasselbe passiert, wenn du mit der rechten Maustaste da klickst. Und hier kann man, die Kamera, lalala. Verlasse den Modus, in dem du rechts klickst und schwenkst, auf den Auge des Wächters-Button klickst und so Auge des Wächters öffnest, auf ein Gebäude klickst und reinspielen öffnest, machst, also tust, also, ne? Gut. Ja, meinen Sim folgen. Beim Pissen möchte ich meinem Sim folgen. Das ist genau das, wovon ich immer geträumt habe, als ich mir Sims Mittelalter gekauft habe. So, kann man das auch... Man kann es nicht auskippen. Na gut, dann... einmal nach unten bitte. Und hier muss doch irgendwo der Baumeister sein. Hallo, wie... Hä? Ah. Meisterkonstrukteur. Herbeirufen könnte ich machen. Unterhalten wir uns mal über das Schloss. Ich hätte ihn ja gerne erstmal berührt. Erstmal begrüßt, meine ich. Begrüßen wir ihn doch erstmal. Freundlich. Kiva, jaga den Arm! So. Von Nesbeck. Nesbeck, mein. Schobin, Fremdisch Kosova. Do. Im Thronsaal ist alles fertig, meine Dame. Für das nächste... Moment, Für das nächste Gebäude im Königreich brauchen wir mehr Ressourcen, Holz, Stein und anderes Material. Hin und wieder mache ich mir für die Verbesserung meines Königreichs auch gern mal die Hände schmutzig. Ich muss mich in den Wald begeben, um das benötigte Holz zu sammeln. Ha! Später möchte ich das erfahren. Ich habe nämlich gerade schon auf Pause gemacht. Das ist halt die übliche Sims-Steuerung. Jetzt ist natürlich nur die Frage, wie komme ich in den Wald? Du musst in den Wald gehen, um Holz zu sammeln. Du kannst mehr von deinem Königreich außerhalb des Thronsaals sehen, indem du den Kameramodus Auge des Wächters einschaltest. Okay, da haben wir jetzt den Wald, wie es aussieht. In den Wald gehen. Was haben wir denn überhaupt hier alles? Ja, sieht schon gut aus. Was ist das denn? Dorfladen, ekelhaft. Das sind ja ganz normale Menschen. Ich bin nur hier der Monarch. So, der Weg zum Wald ist weit. Verwende die Geschwindigkeit. Ja, blöd, gehe ich erstmal hier zum Schauplatz. Und gucke ich mal. Ach, ich kann hier gar nicht zoomen. Na, schade. Sehe ich denn meine Omme hier irgendwo rumlaufen? Da kommt sie raus, ganz klein und zierlich. Lalala, lalala, hallo, ich gehe hier spazieren. Lalalala, und ich spule ein bisschen vor. So, kommen Wallungen, Alte. Wir haben nicht ganze Dachzeit. Lalalala, lalalala, ich gehe hier spazieren. Nur noch ein bisschen schneller. Lalalala. So. Ah, der Wald. Hier erwarten mich viele Abenteuer. Die Wildblumen sind hier besonders schön. Ich werde einige pflücken. Man weiß schließlich nie, wann man so eine Wildblume brauchen kann, wenn es ein Königreich aufzubauen gilt. Ja, du alte Eule. Bewaldete Außenbezirke. Wald patrouillieren, Straße patrouillieren, Abenteuer beginnen. Erfolgsaussichten hoch. Wir beginnen ein Abenteuer. Nichts wie los. Also, jetzt bitte Abenteuer beginnen. Abenteuer beginnen. Das Abenteuer... Ach. Ich dachte, wir können hier auf Quests gehen. Stattdessen ist die Alte einfach weg und... Ja. Gräfin Bethany sah bei einem Spaziergang Gedanken verloren auf und erblickte einen Mann von kurzer, knorriger Gestalt, der ihr entgegenkam. Er trat heran und öffnete seinen schäbigen Mantel, unter dem sich einige alte Bücher verbargen. »Bücher zu verkaufen«, krähte er, »die seltensten und kostbarsten im ganzen Land. Man müsste schon beschränkt sein, um sich so ein Geschäft entgehen zu lassen.« Ja, Buch kaufen. Da sich Bethany noch nie ein gutes Geschäft hatte entgehen lassen, würde sie dem Mann das Geld geben und herausfinden, ob sich sein Buch als nützlich erweisen würde. 400 Simoleons. Weitergehen. Der Verkäufer machte einen ziemlich verdächtigen Eindruck. Bethany wollte ihr Geld nicht für so einen offensichtlichen Betrug ausgeben. 400 ist mir zu viel. Wir gehen erstmal weiter, weil wir nur 1000 haben. Manche Dinge in deinem Inventar werden mit der Zeit schlecht. Du solltest sie bald essen oder anderswo lagen. Was denn? Unter dem Blätterwerk des Waldes fand Gräfin Bethany ein Abenteuer. Der Ausflug war spannend und hatte sich auf jeden Fall gelohnt.
Der Zwerg sah leicht verärgert aus. Du hast mich erwischt, ich wollte dich übers Ohr hauen. Ein merkwürdiger Ritter hat es mir gegeben und mir befohlen, es jemandem zu verkaufen, auf dessen Beschreibung du passt. Ja, ich wollte das schnelle Geld machen und habe mich jetzt in der Stimme geirrt, weil ich nicht wusste, dass es ein Zwerg war. Er überreichte Bessany das Buch und meinte, eine Schmiedin würde es vielleicht interessant finden, bevor er seiner Wege ging. Handbuch der Schmiedekunst, Fluch des Unheilsschwerts erhalten. Na gut.